Oh, lecker. Jetzt sind da überall Keime drauf. Ah, macht nichts, ich habe ja ein Chlorbad. Ungefähr so läuft das mit den Chlorhühnchen in der amerikanischen Lebensmittelindustrie. Und was das mit TTIP zu tun hat und was es mit diesem Freihandelsabkommen auf sich hat, darum geht es heute bei So und So gesehen. Das TTIP, sprich das Transatlantic Trade and Investment Partnership oder Transatlantisches Freihandelsabkommen, ist ein Abkommen zwischen den USA und der EU, das einen gemeinsamen Wirtschaftsraum schaffen soll. Das Projekt befindet sich momentan in der Beratungsphase und die wird sich wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre hinziehen. Es geht dabei vor allem darum, Handelshemmnisse zwischen den Partnern abzubauen und so die Wirtschaftszusammenarbeit zu fördern. Unter Handelshemmnissen werden dabei uneinheitliche Normen, die Unsicherheit von Investitionen und Zölle verstanden. Davon verspricht man sich vor allem wirtschaftliches Wachstum. Das TTIP ist bei weitem nicht das einzige Freihandelsabkommen. So gibt es zum Beispiel schon das NAFTA, das die USA, Kanada und Mexiko zu einem Wirtschaftsraum zusammenschließt. Und es wird gerade über das TPP verhandelt, das viele pazifische Staaten und die USA zu einem Raum zusammenschließt. Und auch die EU hat gerade einen Vertrag mit Kanada abgeschlossen, das sogenannte CETA. Und Deutschland hat außerdem noch viele bilaterale Verträge mit anderen Ländern, was Investitionen angeht. Über den Nutzen und die Risiken von TTIP wird mittlerweile breit diskutiert. Die Befürworter kommen vor allem aus der Wirtschaft und der Politik, dagegen Sturm laufen Gewerkschaften, NGOs und nicht zuletzt auch die Medien. Schauen wir uns die Argumente der beiden Seiten mal an. Die Befürworter argumentieren, dass durch TTIP der größte Wirtschaftsraum der Welt entstünde. Dieser hätte einen großen Einfluss auf die Weltwirtschaft und könnte zu einem vernünftig geregelten internationalen Handel führen. Das klingt auch erstmal toll, aber ob diese Macht letztlich dazu eingesetzt wird, den internationalen Handel fairer zu gestalten, das steht auf einem anderen Blatt. Ein weiteres Argument ist das wirtschaftliche Wachstum, das das Abkommen bringen soll. Allerdings basieren die dafür vorgebrachten Zahlen aus einer Studie des ifo-Instituts auf sehr optimistischen Annahmen. Außerdem beziffert die Studie selbst das Wachstum auf 0,5% auf 10 Jahre, das heißt 0,05% Wirtschaftswachstum pro Jahr. Das ist nicht so richtig viel. Oft wird auch angeführt, dass das Abkommen zu einer großen Zahl an neuen Arbeitsplätzen führt. Jedoch sprechen auch hier die Zahlen des IFO-Instituts eine andere Sprache. Dort ist die Rede von einer 0,5%igen Steigerung der Beschäftigung. Dieser Anstieg wird jedoch groß propagiert, obwohl er vor allem mit Blick auf die südeuropäischen Staaten nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein sein kann. Generell ist es schwierig, den Nutzen eines solchen Abkommens zu berechnen, ohne die genauen Regelungen zu kennen. Diese werden aber gerade noch verhandelt. Sollten zum Beispiel nur Zölle abgeschafft werden, dann ist eine relativ geringe Veränderung zu erwarten. Je größer die Deregulierung, desto größer die Effekte, im Positiven wie im Negativen. Natürlich sind wirtschaftliche Verflechtungen zwischen zwei Nationen in der Regel etwas Gutes, denn sie sind friedensdienlich. Je verflochtener zwei Nationen sind und je abhängiger sie voneinander sind, desto unwahrscheinlicher wird ein Konflikt zwischen den beiden. Das ist aber nicht unbedingt ein Argument für TTIP, denn wirtschaftliche Verflechtungen zwischen den USA und der EU, die gibt es schon zu Genüge. Kommen wir nun zu den Argumenten der TTIP-Kritiker. Diese befinden sich im Gegensatz zu denen der Befürworter hauptsächlich auf einer gesellschaftlichen Ebene. Es gibt aber auch wirtschaftliche Bedenken, zum Beispiel, dass TTIP den innereuropäischen Handel, also den Handel zwischen einzelnen EU-Staaten, schwächen könnte. Diese Befürchtungen werden durch die Studie des IFO-Instituts noch bestätigt. Ein weiteres sehr heiß diskutiertes Thema ist der im Abkommen geplante Investorenschutz durch Schiedsgerichte. Dieser wird als Schutz vor Verstaatlichung, also Enteignung, verkauft. Der Begriff wurde mittlerweile aber ziemlich verwässert. Unter Enteignung fallen dann auch Verluste von Unternehmen, die durch gesetzliche Regelungen entstanden sind. US-Unternehmen, die zum Beispiel ein Produkt nicht auf den europäischen Markt bringen können, weil es hier als gesundheitsschädlich eingestuft und deshalb verboten ist, könnten die EU oder den jeweiligen Staat auf Schadenersatz für ihren Profitausfall verklagen. Richtig problematisch wird es dadurch, dass die Klage von einem sogenannten Schiedsgericht verhandelt werden soll. Dabei handelt es sich um eine Verhandlung zwischen drei Anwälten, dem des Klägers, dem des angeklagten Staates und einem dritten, der als Richter fungiert. Diese Verfahrensweise macht das Ganze natürlich viel einfacher, aber nicht unbedingt demokratischer. Die Folge davon können massive Schadenersatzforderungen gegen Staaten sein. Wir erleben zum Beispiel gerade eine Klage von Vattenfall gegen den deutschen Staat wegen ihrer Verluste durch den Atomausstieg. Vattenfall fordert 3,7 Milliarden Euro vom deutschen Staat.
Ein weiteres Beispiel sind US-Fracking-Firmen, die sich gegen den Willen der Kanadier nach Kanada einklagen und das auf Grundlage des NAFTA-Freihandelsabkommens. Der im TTIP geplante Investorenschutz durch Schiedsgerichte bedeutet vor allem auch, dass nicht nur tatsächliche, sondern auch potenzielle Verluste eingeklagt werden können. Diese liegen oftmals in Milliardenhöhe. Die Form der Schiedsgerichte macht es nur noch schlimmer, da diese statistisch gesehen sehr oft im Sinne der Kläger entscheiden. Bei aller Kritik an Investitionsschutzklagen muss man aber auch wissen, dass deutsche Firmen dieses Instrument international nutzen und stark davon profitieren. Ich finde zwar nicht, dass das irgendetwas besser macht und ich finde auch, dass dieses Instrument generell abgeschafft gehört. Man muss aber aufpassen, dass man nicht nur von den bösen amerikanischen, gierigen Konzernen spricht. Eine weitere Gefahr, die die Gegner von TTIP sehen, ist, dass bestehende Verbraucherschutz-, Arbeitsrechts- und Umweltschutzregelungen wegverhandelt werden könnten, weil man sie als Handelshemmnis wahrnimmt. Beispiele für US-amerikanische Produkte, die in der EU nicht zugelassen sind, gibt es viele. Zum Beispiel Fracking, Chlorhühnchen, genverändertes Saatgut und Hormonfleisch. Die Sorge ist, dass die Lobby der US-amerikanischen Industrie diesen Produkten entweder durch die Anpassung der Normen in den TTIP-Verhandlungen oder durch nachträgliche Schiedsgerichtsverfahren Zugang zum europäischen Markt verschaffen will. Kern des Problems scheinen grundsätzlich unterschiedliche Herangehensweisen an den Verbraucherschutz zu sein. In der EU verfolgt man das Prinzip der Vorsorge, das besagt, die Sicherheit eines Produkts muss vor seiner Zulassung erwiesen sein. In den USA, die einen größeren Wert auf den freien Markt legen, muss der Verbraucher die Schädlichkeit des Produkts nachweisen. Die amerikanische Industrie wirft uns Europäern oft vor, unsere Regulierungen und Verbote beruhten nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das liegt daran, dass wir Produkte auch bei wissenschaftlicher Unsicherheit aus Vorsicht verbieten. Frei nach dem Motto, better safe than sorry. Das mag man jetzt gut finden oder nicht. Ich finde, es kann nicht sein, dass die Industrie ihre Produkte am Menschen testet. Ganz im Gegenteil, wer gefährliche Produkte vertreibt, der sollte auch dafür haftbar gemacht werden. Ein weiterer Kritikpunkt ist die Art und Weise, in der das Abkommen verhandelt wird. So wurden die Verhandlungen bis jetzt in weiten Teilen geheim durch die EU-Kommission geführt. Nicht einmal das EU-Parlament ist dabei wirklich involviert. Eingeladen waren dabei hauptsächlich Vertreter der Industrie. Interessenvertreter für Umwelt und Verbraucher dagegen wurden so gut wie gar nicht gehört. Was in diesem Zusammenhang Hoffnung macht, ist, wie viele der geheimen Verhandlungsinhalte im Nachhinein geleakt wurden und dass sich ein Widerstand regt in der Bevölkerung, den Medien und auch Teilen der Politik. Es schließen sich Interessengruppen zusammen, die eine größere Transparenz fordern, was langsam auch Früchte trägt. Die Befürworter von TTIP sagen, wir brauchen TTIP, weil es den wirtschaftlichen Einfluss stärkt, Wachstum bringt und Arbeitsplätze schafft. Die Gegner sagen, es schwächt den innereuropäischen Handel, öffnet Schadenersatzklagen durch Schiedsgerichte Tür und Tor und stellt einen Angriff auf die Verbraucher-, Umwelt- und Arbeitsrechte dar. Problematisch ist letztlich noch das untransparente Verfahren, durch das das Abkommen zustande kommt. Was denkt ihr? Ist das transatlantische Freihandelsabkommen ein Segen oder ein Fluch? Und was haltet ihr vom Investorenschutz durch Schiedsgerichte? Und seid ihr der Meinung, der Verbraucherschutz sollte dem Vorsorgeprinzip folgen oder schränkt das die Wirtschaft zu sehr ein? Diskutiert in den Comments, aber veranstaltet kein Schiedsgericht. Ich bin der Ben, das war so und so gesehen. Feine Chlornote, gar nicht so schlecht.